Ja, und das noch als kleinen Zusatz. In beiden Games werden wir hier wieder den Inferno sehen. Also, es bleibt bei der Dreamferno Summer 2014. So, die Knife Round relativ ausgeglichen, aber Nille noch mit 100 HP. Reason Gaming behält die Knife Round, beziehungsweise sehr wahrscheinlich die... Nein, sie fangen als T an. Nein, okay. Als CT. Gut. Ja. Wollte schon sagen. Wollte schon sagen. Ja. E-Bot war vertauscht. Auch wenn man sagen muss, im ersten Match sind viele Teams, die eher als Terror anfangen wollen. Also, weil man da vielleicht noch nicht so drin ist im Spiel, da kann man halt mit Einzelfracks was rausziehen und so. Wenn man als CT startet und da jemand einen schlechten, also schlecht reinkommt, ja, dann verliert man halt die ganzen CT-Runden und ja. Aber ist ja nicht der Fall. Ich fange jetzt CT an. So, jetzt werden wir noch kurz warten müssen, bis der E-Bot korrekt läuft. Denn die Spieler waren da die falschen Seiten gejoint, scheinbar. Momentan wird Reason noch als T angezeigt, Hellraiser ist als CT. Somit natürlich auch das Scoreboard vertauscht. Dann warten wir mal ab. Gestern war ja sehr schaden, ne? Mit Berserk, also. Ja, absolut. Also, Nip wäre mehr drin gewesen. Eine einzige Pistole geholt, wäre das schon deutlich anders gelaufen. Ein, zwei Runden verdaddelt, das hätte auch anders laufen können. Und ja, gleicher Meinung bin ich auch bei dem Epsilon-Spiel. Da hatte man dann das Glück, was man bei Nip hatte, nicht mehr. Und auch da, wenn man eine Runde anders geholt hätte, dann hätte es dazu geführt, dass Epsilon kein Geld gehabt hätte, Money Broke gewesen wäre und ja. Ja, vom Verein deutschen Anti-Ecos. Wir waren halt, ich glaube, drei Anti-Ecos auch noch verloren gegen Nip oder zwei. Vor allen Dingen dann so eine entscheidende zum, glaube ich, 15 zu 12. Ja. Und ja, holen sie die und holen sie darauf folgende, hat Nip halt wieder Eco und schon führt Berserk. Also war wirklich sehr schade. Absolut. Und ich glaube, jetzt geht's los. Jawohl. Ja. Also der Admin hat zumindest geschrieben, dass es sich von alleine lösen wird, aber bisher tut es das noch nicht. Also vertraut auf unsere Ansagen. Hellraiser ist auf der T-Seite, Reason Gaming auf der CD-Seite. Und man sieht hier direkt ein Dreier-Stack auf klein. Ja, währenddessen am A relativ defensiv, wird auch sofort in den Spot geboostet. So, Dosia, mal gucken, ob er da vielleicht gleich eine Flash bekommt zum Vorziehen. Kocher hat auf jeden Fall einen, könnte da eine bringen. Hellway, das hat jetzt schon das Haus eingenommen. Also komplette Hauskontrolle, quasi. Boah, die... Oh, ja, die hat gesessen, der Shot hat auch gesessen. Jetzt checkt er aber nicht mehr Sandsäcke und Nille wartet. Nille wartet. Oh. Da hat er gedacht, der wäre schon down. So, EXR... Zeigt sich da auch nicht, jetzt muss er raufgehen. Ja, schade. So, ein PNX Cadian brauchen da relativ lange. Bomb has been planted. So, jetzt der erste gefallen hier bei den Hellraisers. Na gut, aber die Runde wird wohl geritzt sein. Das wird erledigt sein. Cadian macht jetzt noch einen. Noch ein? Aber sie haben kein Dev-Kit am Start. Ja, okay. So, und da sitzen die Duels. Angel bekommt einen, Kucher ebenfalls einen. Ja, schade, wenn Nille da nicht auf alle Tasten einmal draufkommt, dann kann er da auf jeden Fall zwei machen. Also ein bisschen nervös gewesen, vielleicht auf Messer geswitcht. Oder er dachte wirklich, der Gegner wäre schon down und wollte schnell hinterher sprinten. Aber die AE hat auch super Schaden gemacht, also bei mir macht die nie so viel Schaden, wenn ich sie werfe. Ja, vielleicht das nochmal eine Lektion fürs Training. Und ich habe es leider nicht gesehen, hat MSL ein Teamknife bekommen, weil... Okay, jetzt ist er... Ja, hat er. Hat er, vom ja. PNX. So, ein kompletter B-Stack gewesen.
Währenddessen Hellraiser ist unterwegs zum A. Hellraiser spielt das sehr kontrolliert runter, die Antiego. Ja, Banane wird noch zu zweit abgehemmt sogar, nicht alleine. Wir müssen Timing Camp PNX ihn jetzt machen. Ah. Oh, Melle mit 3, der muss jetzt auch mal gleich kippen. So, erledigt und Cadian versucht auch nochmal sein Glück. Dosi hat natürlich auch low, aber der zieht nicht mehr rein. Na, Cadian wird aber nichts mehr machen können mit seinen 9 HP. Außer also jetzt steht Dosi halt wieder da. Vielleicht kann er ihn irgendwie einen Luckshot geben. Na, nee, jetzt haut ab. Also 2 zu 0 für die Hellraisers auf der T-Seite und für diejenigen, die gerade erst reingeschaltet haben, ja, oben das Scoreboard ist falsch, liegt aber nicht am Scoreboard, sondern an dem E-Bot, dass die beiden Teams da auf den falschen Seiten waren, mehr oder weniger. Und diesmal sieht man den A-Stack, also. Ja, außer MSL, alleine da am B und Nille sehr weit vorne, schiebt er jetzt auch wieder raus. Ja, das sind natürlich diese langsamen Runden. Oh, schöner Shot von MSL. Ja. Erster Frag für ihn. Bin ich halt gespannt, ob Hellraisers jetzt wirklich drauf gehen will, weil. Ja, doch, also sieht sehr danach aus. Also, sie haben ja eben nicht gecheckt, dass es ein B-Stack ist, weil war ja davor schon alles entschieden quasi. Auf jeden Fall hier den richtigen Reacher. Jetzt kann MSL noch einen machen. 35 HP beim Makelow. Cadian wird sofort in der Banane gepflückt. Der nächste über Beet. Der muss auch irgendwie durch die Smoke. Jetzt kommt dann die Waffe ran. Hat sie, glaube ich, jetzt, oder? Ja, gut, gut Damage gemacht. Na, schade. Aber dann erledigt. Eine Waffe verloren in dieser Runde. Hellraisers 3 zu 0 und insgesamt erst 4-mal gestorben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Hellraisers mal eine schnelle Runde einlegt. Also sind ja eher die langsamen. Ja, das ist der komplette ukrainisch-russische oder der Ostblock-Spielstil. Ja, Navi ja genauso. Ja. Auf jeden Fall, Weezen gibt hier ordentlich Gas, hat direkt die Banane eingenommen. Komplette Bananekontrolle. Jetzt wird auch nur MSL da abgestellt. So, aber schöne Banks, die hier versucht werden. Von Banane Richtung T aus und von T aus Richtung Banane. Währenddessen Mitte oben wird langsam eingenommen. Smoke ein bisschen verworfen. Oder man wollte sie so werfen, also. Wird doch wieder die Banane eingenommen. So ein kleiner Schlitz, dass Angel da auch was sieht. Jetzt kam aber die Smoke von lang für Banane oben. Holt auf jeden Fall nochmal ordentlich Zeit raus und es sind ja nur 30 Sekunden. Ja, und MSL müsste da auf jeden Fall schon mal was gehört haben. Ja, wenn er 2 macht. Ja. Macht einen, aber auf, da auf den A-Spot mal werden 2 gemacht und. Ja, mit Bombe ist durch. Dosi hat nur noch 10 HP. Aber Weezen hat keine Nades mehr, außer eine Flash. Und jetzt stehen sie beide eigentlich gar nicht so schlecht. Makelow muss halt die Runde holen. Gehen jetzt Antidak-Kocken sehen. Macht einen.
Dann fällt er allerdings. Oh, keiner hat Kit. Doch, doch, Penix. Oh. Aber das wird sehr eng, aber es reicht. Da haben sich erst alle nochmal angeguckt. Ja, gefragt, wer ein Kit hat. Und dann PMX war schnell vom Brunnen hingeächtet. Zum Diffuse. Also jetzt auch die erste Runde für Reason Gaming. Aber auf jeden Fall nochmal gut geredet am Ende. Hat man ja schon oft genug gesehen, dass jemand sich ohne Kit hingehockt hat und dann er ist jetzt zu spät gewesen. Spielt wieder die Banane. Oh, da sind die Banks. Kommen sehr, sehr gut an. Die nette Banks, die habe ich noch nie gesehen. Ja, die haben sie eben schon gerade probiert. Von beiden Seiten aus, also auch von der Banane ins Teehaus. Ja, die funktionieren gegen so einen offensiven Move. Gucken, ob wir es vielleicht nochmal reinkriegen. Ne, da ist schon vorbei, leider. Und der Bang kommt von dem Teehaus. Ja, vielleicht können wir es nochmal ganz kurz zeigen gleich. Ja, irgendwie genau an der Ecke hockt der Hund. Ja. Also von hier quasi von der Kante gehen dann die Bangs da Richtung Banane rein. Und guck dir das an, noch 30 Sekunden und Hellraiser hat jetzt. Okay, jetzt haben sie Banane den Effekt gemacht, aber trotzdem, also. Also der Frag ist dann doch immer da, Nille passt, beziehungsweise die Arschgitter passen aber immer gut auf diese Split-Geschichte. Hat ihn gerade durch die Smoke noch einen Headshot gegeben. Ja. 4 AP bei Dose und 24 bei Kucher. Der Kutscher, ja, wie auch immer. So, Dose hat eine sehr gute Pose eingenommen da für seine Low AP. Ja, Weasen sollte nicht über Ruine gehen, also halt einfach zu seinem Vorne jetzt rum. Das steht halt keiner, da keiner Y. Könnte. Adrian. Starkes Ding. Starkes Ding von Adrian. Sehr, sehr gutes Spray Control bei ihm. Ja, und das 4-2-1 für Hellraisers. Was Reason Gaming immer wieder macht, ist, dass sie ja, versuchen mit über Banane zu retaken. Aber das war gerade ein sehr, sehr starker Spraydown von Adrian. Ja, vor allen Dingen, Reason macht das ja eigentlich gut, also. Die wissen, Hellraiser spielt langsam und haben bei 30 Sekunden fast immer noch eine Smoke-Banane unten. Aber dann werden leider die Packs nicht gemacht in Banane. Ich glaube, von MSL, glaube ich. Ja. So, Titan führt mit 10 zu 0. Keine große Überraschung bis hierhin bei dem Teilnehmerfeld DOLC. Das war DreamHack Winter deutlich stärker. Aber liegt natürlich auch zum Großteil da am Preisgeld. Ja. Gerade so für Ami-Teams lohnt sich das halt nicht. Ja, also 10.000 für den ersten und letztes Jahr DreamHack sah das natürlich etwas anders aus mit 250.000. Ja, ein bisschen. Diesen braucht jetzt langsam die Runden. Ja, Hellraisers so oder so ein sehr starkes Terror-Team auf Inferno. Aber auch aufgrund dessen, weil sie eben so einen ja, sehr komischen Spielstil haben. Reason Gaming, die gerne eher mit Druck fahren, viel Kontrolle haben wollen. Sieht man jetzt auch wieder mit so einem sehr offensiven Push mal, um so mal zu versuchen, hiergegen anzukommen. Da war man schon Mitte unten, aber da hat sich erst keiner gezeigt von Hellraiser ja, und dann hat man sich ja zurückgezogen. Weil ansonsten sind sie gefangen da natürlich in der Mitte. Und dann ist es ein gedrehtes Spiel. Ja, aber genau das ist eben, wo man eigentlich denkt, eigentlich ist Hellraiser doch super easy auszukontern. Man weiß, man muss einfach super spät smoken und ganz am Ende kommt halt irgendwo ein Go. Ja. Der meistens sogar noch als Split gespielt wird. Aber trotzdem ist es irgendwie super schwer, ja, das zu kontern. Ja, vor allem Reason hat ja vorhin halt die Smokes geworfen, aber wenn dann jemand durch die Smoke kommt und dir dann natürlich direkt ein Brett drückt, da kannst du noch so anti stehen. Jetzt geht's halt wieder klein drauf und sind wieder nur 30 Sekunden.
So, und diesmal PNX und EXR dort. Vorher immer Y-Molo kommt. Und der kommt perfekt. So, und zweiter Obst kann auch nicht weg, weil da liegt der nächste Molly. Oh, der wird auf jeden Fall sterben. So, jetzt noch eine nette Nate Richtung EXR. Ach du Scheiße, ist das ein Gemetzel hier? Der hat einen Reifen verloren. So, sechste Kunden, Bombland geht durch und Nille hat ihn dann nicht gesehen am Bombland. Ah, wenn Nille den Frag macht gegen den Bombplanter, dann ist die Bombe down und die Runde eigentlich gewonnen, weil es wieder so wenig Zeit auf der Uhr war. Das ist halt immer die Gefahr. Das haben wir auch gestern schon analysiert. Aber perfekte Mollys da. Also da kommt jetzt Y, ja. Zusätzlich kommt noch ein Molly Richtung erste, zweite Obst da. Da kann er natürlich auch nicht wegschieben. Und dann denkt er sich, gut, renne ich weg und läuft in den nächsten Molly rein. Ja, nur der zweite Molly, der sollte, glaube ich, sich ein bisschen anders ausbreiten. Das ist leider manchmal ein bisschen random noch. Ich glaube, der sollte schon komplett das zweite Obst bedecken. Aber da war so eine kleine Lücke, wo der Titel stehen konnte. Ja, wir haben die Idee erkannt und angekommen. So. Ja. 7-1. Also, das läuft hier hervorragendst für die Hellraisers. Und Reason Gaming findet gerade einfach überhaupt kein Mittel. Und die haben ja schon alles gespielt. Also einmal sehr defensiv stehen, dann sehr spät absmoken und versuchen dagegen zu stehen. Perfekt gegen den Split zu stehen, auch nicht geschafft. Dann mal jetzt so eine komplette Anko-Runde wieder vor, wo sie komplett Mitte offensiv einnehmen. Auch nicht geklappt. Ja, und das Latein ist am Ende. Jetzt versuchen sie es mal über das A-Haus. Ja, es hat jetzt gut funktioniert diesmal. Sind die Frags da, auch MSL an der Banane. So, jetzt das erste Mal wirklich Überzahl für Reason. Sollten sich durch den Spielstand überhaupt nicht einschüchtern lassen. Also, die sollten weiter mit dieser Banane-Kontrolle spielen, weil wenn da, dann müssen halt nur die Frags fallen. Bei Reason, Hellraisers kommt am Ende immer wieder in die Banane rein und das müssen sie jetzt langsam wissen. Und ein paar Kleingos haben wir gestern auch schon gesehen bei Berserk. So, diesmal stehen sie nur einen einzigen Mann verloren. Also jetzt mal Haus offensiv, Frag gezogen, Banane offensiv den Frag gezogen. Und dann die Überzahlsituation ordentlich runtergespielt. Aber Loser-Bonus ist jetzt natürlich auch wieder weg bei Reason, falls man da die Runde verliert. Der einzige Vorteil, dass man gerade 4 Waffen mitnehmen konnte. Runde ist auf jeden Fall enorm wichtig für das Geld und ist man halt wirklich wieder in diesem Strudel drin. Runde gewinnen, Runde verlieren. Ja. Gerade als CT ist das natürlich immer sehr belastend. Ja, also es gibt echt nichts Schlimmeres. Was ist... Da kann man schon mal, wenn es wirklich schlecht läuft, auf 5 Egos empfehlen auslaufen. Marcel kommt noch mit 13 AP raus. Und jetzt fallen halt die Cracks. Aber jetzt Teppich, Fokus. Wird aber sofort weggeschoben von Adrian. Ja, jetzt spielt Reason gut. Jetzt stehen die Doppelsand. Wissen 5 gegen 3. Brauchen gar nichts mehr riskieren jetzt. Eine Flash. Ja, die war für die Action, aber. Na, jetzt stehen sie gut. Canadian. So, 3 AP, da muss er fallen. Und er will einfach nur noch auf den Spot die Bombe legen. Wäre auf jeden Fall gut. Oder er zieht noch ein paar Waffen, aber das wird wohl kaum möglich sein. Na, jetzt, wenn der Lower Page wieder vorkommt. Aber MSL wartet dann doch. So, 7-3. Mal gucken, ob hier das Comeback noch drin ist. Für Reason. Wie gesagt, vielleicht sieht man genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Dieser Anfang einfach, Reason ist drin und dadurch, dass mal CT angefangen hat, liegt man halt direkt 7-1 hinten. Ja, oder jetzt können sie sich einfach ein bisschen besser auf Hellraisers einstellen. Zweite Runde in Folge nun.
hat man wieder die Banane-Kontrolle. Ich bin mal gespannt, ob Niesen jetzt zu zweit in der Banane bleibt. Mal. Ja, Nille jetzt auch schon ganz gut. Ganz gut jetzt kassiert. Baumboost könnte man machen und ihn dann alleine lassen. Wenn das MSL dann Nille hochbringt. Ja, aber ich glaube, da hat man jetzt gerade ein bisschen Angst vor. Aus dem Grund, dass die letzten Male, wo er allein Banane stand, überrannt wurde. Und jetzt geht's auch wieder Richtung Banane. Jetzt steht man halt genau richtig. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh! Wer hat den denn gesehen? Ja, einfach mal durch. So, jetzt kommt der Molly hinter die Smoke. Ja, der wird perfekt, wenn die jetzt hingehen. Und der wird niemals mit Baum. Oder? Na! Er geht direkt auf den ersten drauf. Das hätte sich natürlich ein bisschen sparen können. Und jetzt dauert's. Cadian. Cadian auf jeden Fall wichtige. Ja, schön. Ja. Jetzt nur auf Kucher. Da ist die AWP da wieder zu Hause. Und Kucher ist durch. Bombland wird auch durchgehen. So, jetzt schauen wir mal. One on three. Mal gucken, was er da handeln kann. Hat ihn jetzt gesehen. Ah, schön vom PNX, schon der Fake Snaps. Ja, aber Nille, also hätte auf jeden Fall noch warten können, aber der erste Terror ist halt so ein bisschen nach links guckend reingerannt. Ja. Und da hat er wahrscheinlich gedacht, hol ich den lieber. Ja, dritte Runde in Folge. Hellraisers muss jetzt ihrerseits ein bisschen was anpassen an ihrem Spielstil, wenn sie dann noch auf ein paar Runden kommen wollen. Und wenn jetzt Hellraisers die Runde verliert, dann wird das Geld auch langsam knapp. MSL wird jetzt wieder ein netter E fangen. Boah. 45 HP. Was mir Wiesen gut gefällt, also man sieht ja wirklich jede Runde einen anderen Aufbau als CT. Ja, und auch die Spieler rotieren immer mal. Also, ne? Vorhin mal PLX, TXR am B gewesen. Ja. So, und jetzt mit der AWP bei Reason vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit in ihrem Spiel. Cadian, der da eben seinen Frag machen konnte. Und jetzt ist halt wieder, die Zeit läuft halt runter. Aber man hat leider keine Smoke mehr bei Reason. Gerade für Klein nicht mehr. Boah, schön, schön getimed. Schön Flash. Hat aber nur einen gesehen. Ja, aber mehr Banane. Schießen hören, also. Wieder der Mollo Erste. Dille hat da kein Glück, verbrennt da. Dann auch kurz überlegt, gehe ich jetzt weg oder bleibe ich da? Ja, ist halt immer bitter, da kann man halt nichts mehr machen dann. Okay, den schöner Frag da, gegen Y. Markle of Angel, unkonventionelle Posis. Im Anti-Dark, also... Oh, er ist super blind. Und Markelo fällt und Angel. Angel, oh, super stark gelöst. Aber er drückt, nein, er drückt nicht durch. Oh. Schafft er das noch? Ja, schafft er. Nein, schafft er nicht. Boah. Da hat Cadian ihn überhaupt nicht gesehen am Anfang, wo er sein Mate getötet hat. Ja, und wie geil das gemoved war. Also dann einfach schnell Richtung Ruine rausgemoved. Das war... Sehr, sehr gut gelöst. So, dann sehen wir nochmal Bobs. Up to the sky. Was ich mal gern sehen würde, ist jetzt, dass KD mal Banane auf den Pick geht. Ohne Smoke halt. Oh, schade. Ja, vor allem wenn er durchgedrückt hätte, hätte er es halt auch geschafft, ne? Ja, das war halt richtig schade, aber es ist halt immer... Oh, ist das schwierig. Also man sagt ja, durchziehen ist das Neue, weißt du, aber... Ja. Wenn er halt geht, rumkommt direkt, dann hat er ihn wahrscheinlich auch. Klar. Das ist halt auch wieder die andere Sache, aber er läuft halt den langen Weg. Kommen immer ein paar Faktoren dazu.
Oh, boah. Starker Shot von Dovia. Oh, Baseport natürlich erstmal wieder offen. Jetzt könnte Adrian ein bisschen Stress machen da, das wäre perfekt, um die Gegner weiter auf A zu halten. Jetzt Nille. Nille macht ein. Und der, ach, der andere ist schon geschoben und kann jetzt eigentlich anfangen, dass da gar nichts mehr ist. Der nächste ist jetzt wichtig. Macht den ersten gegen Haus, dann kommt Edge durch. Ja, jetzt haben wir noch Onsport. Ah. Ja, viel Zeit rausgeholt trotzdem. Und Damage gemacht. Ja, ihr tut nochmal weh und jetzt Kaden gegen zwei. Einer, oh, er war. Einer im Spot und er wartet auf den Herzspieler. Aber der macht's Kocher gut. Macht's genauso. Und beide warten und warten. Und jetzt kommt der. Ach, das ist so bitter. Oh. Jetzt hat er ihn. Das ist halt bitter. Gut abgetimt. Aber Hellraiser spielt das hier echt super runter, also. Wir stehen zwar immer unter Zeitdruck, aber die spielen die Ghost so sauber. Das sieht alles einstudiert aus von jedem. Ja, wenn man das halt immer so spielt, ne, auf die letzte Sekunde, dann hat man das halt auch irgendwann im Blut, ne? Ja, das ist schon cool. Das Schlimme ist ja nur, manche Teams versuchen das zu kopieren. MSL, der nimmt heute aber auch jede Granate, ne? Das ist hier 26. Der Granatenschlucker von Dänemark, glaube ich. Jetzt aber einen schönen Pappgranaten-Hit. Ja, dieses langsame Spiel, ich meine, ich kenne das auch ein bisschen noch aus Source damals. Ja. Also, wir waren die langsamsten einfach. Das ist richtig. Ja, viele versuchen das natürlich dann auch zu kopieren, aber kopieren halt schlecht. Also, man braucht halt auch einen ruhigen Caller bei sowas. Es bringt nichts, wenn bei 30 Sekunden der Caller auf einmal. Oh, jetzt müssen wir schnell das und das machen, keine Zeit mehr, schnell drauf. Man muss ganz ruhig runtergespielt werden. Jetzt gibt's halt wieder den kleinen Go. Ja, und Angel fallen. Macht beide. Und da können sie eigentlich safen gehen. Reason haben sehr wenig Geld. Die zwei Waffen würden ihnen helfen. Turn 4 Situation. Ja, das ist jetzt unnötig. Meiner Meinung nach. Da kann man die zwei Waffen für die letzte Runde besser gebrauchen, als jetzt vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Waffen vom Gegner zu holen. Auf jeden Fall, weil die müssten wissen, Hellraisers hat genug Geld. Außer sie würden alle rausnehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering. So, jetzt kommt nochmal Dosia. Oh. Oh, da hat er Glück gehabt. Gerade nochmal zurückgeschaut, Dosia. So, währenddessen Titan gewonnen mit 16 zu 2. Und PNX fällt da auch noch. Damit sehr, sehr wenig Geld bei Reason Gaming für die letzte Runde. Ja, und CT-Runden, das ist schon mal eine Hausnummer. Aber ja, das hat heute auch SK gegen NIP gezeigt auf Inferno. CT-Runden. Der SK, also seit gestern bin ich absoluter SK-Sympathisant. Also fand es einfach richtig klasse, was sie da gespielt haben. Ja, sie und sagen das gleiche wie bei MTW. Ja, finde ich gut. Nee, aber auch gegen Virtus Pro, wie man sich da trotz dieses Rückstandes so krass motiviert hat, weiterhin. Also das muss ich sagen, also von ihrem T-Spiel war ich nicht überzeugt, aber das CT-Spiel war super krass. Und heute dann aber halt auch auf der T-Seite gezeigt, was in ihm steckt. Ja. Boah, schön, und jetzt hat der andere noch Low, Dose 1 HP, und jetzt kann man hier vielleicht nochmal die fünfte Runde holen. Aber Makelov lebt noch. Macht doch den Hit. Weiß nicht, warum er da nicht einfach im Sandkasten geblieben ist. Schöne Molly da gegen Sport. Oh, und jetzt nur noch Dose, ja. Schön. Von Nille. Steht Nille beide Male. Also, 10 zu 5 zur Halbzeit. Kein überragender Auftakt hier für das dänische Team. Vor allem die ersten 8 Runden. Enorme Probleme gehabt. Die letzten 7 sahen dann deutlich besser aus. Die wurde verteilt 4 zu 3 für Reason. Aber
Lassen wir uns überraschen. Piss Around, eigentlich Pflicht hier für das dänische Team. Ohne diese wird es super schwer. Die fünfte Runde war auf jeden Fall wichtig, weil ich meine, holt man jetzt die Piste und die erste Equip, steht es auf einmal schon unentschieden wieder. Also es geht nochmal ziemlich schnell. Ich bin mal gespannt, ob Hellraisers jetzt so spielt, wie sie es auch in den Packs gemacht haben. Also da sind sie ziemlich einzeln auf die Gesichter gegangen. So, auf jeden Fall gibt es erstmal einen House Move. Wichtiger Pack von. Oh, Dorosia. Und da gibt's auch direkt die Headshots. Ja, Dose, ja, jetzt wird's eng. Dose mit 3. Da waren sie auf Gesichter. Ja, einfach Hausfolgegas. Gegen die Glock auf Close Distance. Sieht man eigentlich auch nicht so oft. Aber hat ja funktioniert. Die Nades gekauft, den kleinen Go extra. Boah, so ein Stück von Lux. Jetzt muss er gleich aufpassen, Ruine. So, dann kommt aber Angel mal rum. Und hilft. Sehr schön. Angel ganz lange Death geblieben, nur. Einfach gar nichts gemacht, bis Eldon wirklich da Hilfe brauchte. So, 13 Runde sollte auch kein Problem sein für die Hellraisers. Hat wieder eine Smoke und eine Flash. Jetzt gibt's hier den Worry Games Move Flash. Gibt's gleich eine Flash Mitte hoch. Oder man geht doch über Haus. Man ist halt im Sandkasten, das geht richtig gut auf. Bis jetzt. Und jetzt noch die Frags fallen. Ja, und wir kommen hin. Oh, sehr schön. Jetzt 2 gegen 2. Angel ein bisschen Schwierigkeiten in deinem Haus zu holen. So, Nille auf die Waffe raufgekommen. Oh, das war schade. Aber dann ist Angel wieder da. Da auch die Nade gegen Angel, mal gucken. Boah, also ja, das soll ist. Das war eine Doppel-Nade aber. 33 bei ihm. Gibt's hier ganz schnell den kleinen Contact. Und Hellraiser steht eigentlich nicht so gut da. Ja, Adrian bekommt auch nur einen. Macht aber einen noch low, immerhin. Jetzt bin ich mal auf den Retake gespannt von Hellraisers. Ja, schauen wir uns mal an, in der Vogelperspektive. Aber Reason steht halt Banane. Sehr gut. Dadurch, dass sie eine Banane haben können. Oh, jetzt ist Gelb gestorben. Jetzt wollte ich gerade sagen, dass es eine gute Pose ist, wenn Banane safe ist. So, Molly und Sipson rein. Boah, sehr gut. Nille im Dark Low. Sehr, sehr geil ausgespielter Retake. Also da hat niemand irgendwas Unüberlegtes gemacht, ja. Schon den Molly abgewartet von Y und einfach nur links abgeaimt von T-Stück. Ja, also das war sehr gut gespielt. Alle Positionen nach und nach ausgeschlossen. Aber auch dank dessen, weil sie eben noch viel Equipment haben da fürs Ende. Also wenn Reason davor natürlich, ne, war jetzt einfach nur ein schneller Go auf dem B. Die A-Spieler mussten bisher gar nichts schmeißen, deswegen auch noch alles Equipment vorhanden. Wenn sie da natürlich einen haben, der ein bisschen Stress macht und Equipment verworfen wird, dann wird der Retake schon ein bisschen schwieriger. Ja, das stimmt wohl. Wiesen hat jetzt halt nochmal gekauft mit der gelegten Bombe. Aber sehr, sehr viele Molotovs Brandgranaten, die wir hier sehen im Einsatz. Das war vor einem halben Jahr, noch bei weitem nicht so ausgebreitet. Ja, das stimmt auch. Also
gerade auf Inferno finde ich halt Molotow sehr, sehr krass. Überall nur diese engen Gänge, du kannst die Molle überall hinwerfen. Auch wenn, wie gesagt, manchmal, gestern habe ich das einmal gesehen bei Berserk, da hat man gegen Epsilon so eine entscheidende Runde verloren, weil der Mollo einfach gelöscht wird, obwohl die Smoke 5 Meter weiter links lag. Ja. War auch sehr schade. Engine macht das Effekt, aber er wollte einfach durch die Smoke schleichen. Die werden hier einfach nur überall auseinandergenommen. Oh. Oh, Nille. Ja, starke Bretter. Jetzt 1 und 2. Bombe liegt im Hells down. Weiß das Hellway? Ja. Wissen das. Oh, er kommt da durch mit 23 HP. Ich darf auch direkt legen. Aber Bibo auch schon direkt da, also. Die Runde kann er eigentlich nicht holen, also. Ja, da geht Adrian einfach mit Free Fire rum. Bis sein Kollege dann da ist, der den Frag vielleicht dann machen kann, aber. Nille zieht ja schon vorher raus. Ja, Runde Nummer 15 ist safe für das ukrainische Team. Ja, und das war natürlich einfach diese bockstarke erste Halbzeit von den Hellraisers. Jetzt hier in dieser zweiten Hälfte noch keine einzige Runde abgegeben. 5 Runden in Folge hier in dieser zweiten Hälfte. Wenn wir die aus der letzten Halbzeit noch mitnehmen, dann sind es 6. Man hätte halt, boah, waren nicht 6. Also, die war ja für Bura räumt auf. Ja, und jetzt PNX alleine gegen 4. Das wird das GG sein. Reason Gaming ins Lower Bracket. Hellraisers im Winner Bracket Finale gegen Titan. Ja, also, es hat einfach nur durch die Smoke geschossen. 4 AP. Und nun ist es.